Tatütata, der Crasher ist da. Hallo an die Freunde meines kleinen Kanals. Heute mal wieder zwei Firmen, die sehr großzügig Informationen geben, wie man ganz schnell und ganz einfach ganz viel Geld mit ihnen verdienen kann. Weniger großzügig sind sie allerdings mit Informationen über ihre Firma. So unwichtige Dinge wie der Standort und die Adresse sind natürlich wie bei jeder seriösen Firma ganz geheim. Viel Spaß also mit diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Hallo? Guten Tag. Herr Guten Tag. Herr Damczyk. Ja. Hier ist der Account Managerin Emilia Krull von Handlungsfirma XP Investment. Sie haben sich bei uns registriert, aber können Sie bitte sagen, wie genau haben Sie sich registriert? Haben Sie ein Video vielleicht angeschaut? Das weiß ich nicht mehr so genau. Irgendwo ging eine Seite auf, wo ich dann mich eingetragen habe. Okay. Okay. Interessieren Sie sich für automatisiertes Handeln? Ich interessiere mich überhaupt fürs Handeln am Finanzmarkt. Okay, wir haben verschiedene Optionen von Handeln, also nicht nur voll automatisiert, sondern auch mit einem Manager, Senior Manager und voll selber, falls Sie das auswählen wollen. Okay, dann sagen Sie bitte, mit welchem Betrag wollten Sie gerne anfangen oder vielleicht haben Sie Fragen, über wie das Ganze funktioniert. Ja, ich habe ein paar Fragen tatsächlich, ja. Zum Beispiel... Ich gucke gerade, von wo aus rufen Sie denn jetzt gerade an? Ja. Ja, das war eine Frage. Können Sie bitte wiederholen? Sprechen Sie nicht so gut Deutsch? Nein, ich habe Sie leider nicht gehört. Ja. Ich spreche ja Deutsch. Ja, sonst aber würden wir mit Ihnen nicht sprechen. Meine Frage war, woher rufen Sie an? Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Von Österreich, Österreich-Wien. Ah, ja. Wir arbeiten mit unseren deutschsprachigen Kunden aus Österreich. Ah ja, klar. Und der Sitz Ihrer Firma ist wo? Schweden. Ich werde Ihnen das per WhatsApp schicken, gerne. Ja, können Sie gerne versuchen. Ich nutze gar kein WhatsApp. Ach so, ja, ich sehe das. Ja. Leider. Und Sie haben auch Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich ja, kann, aber ich habe Sie ja jetzt gerade am Telefon, deswegen können Sie mir doch meine Fragen beantworten, oder nicht? Ja, ich habe Ihnen gesagt, in Schweden. In Schweden, okay. Gut, das heißt, Sie sind eine schwedische Firma auch, oder wo ist Ihr Hauptsitz? Das ist unser Hauptsitz, ja. In Schweden? In Schweden, ja, gut, dann, genau. Dann können Sie mir sicherlich mal Ihre Adresse geben in Schweden. Ja, das gebe ich Ihnen per Dokument. Nö, das können Sie mir einfach sagen. Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Ja, diesen Dokument brauche ich noch einmal von unserem Senior Manager nachfragen zuerst. Das darf ich nicht allen unseren Kunden geben. Die Adresse dürfen Sie, Ihre Firmenadresse dürfen Sie den Kunden nicht geben? Habe ich das richtig verstanden? Von hier kann ich, ja. Sie können googeln. Nein, Wien, Österreich. Ich möchte die Adresse, den Hauptsitz Ihrer Firma haben. Den rechtlichen Sitz Ihrer Firma. Das werde ich Ihnen zuschicken. Okay, gut. Versuchen wir es mal anders. Ihre Firma ist eine schwedische Firma. Und von wem wird eine schwedische Firma reguliert? Ja. Ja. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das wird Ihnen unser Senior Manager antworten. Ach, das können Sie ich bin gerne. Nur eine Managerin, die okay, Ihnen dann geben hilft, Sie mich doch Ihr mal an den Handelskonto Senior Manager weiter. Nicht mehr. Und mit einem Senior Manager können Sie sprechen, nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren. So ist das. Das ist Ihr Ernst? Allen Ernstes? Das ist Ihr Ernst? Ich soll erst einzahlen, bevor ich weiß, wo Ihr Sitz Ihrer Firma ist und bevor ich weiß, wo Sie reguliert sind? Ist das richtig? Das wollen Sie allen Ernstes sagen? Ich habe Ihnen gesagt, dass das alles kann ich Ihnen per E-Mail zuschicken. Ja, dann schicken Sie mir das alles per E-Mail. Wieso lachen Sie? Okay, okay. Ich sehe, dass Sie sehr seriöser Mensch sind. Schönen Tag Ihnen. Haha, wieder ein Betrüger.
Hallo? Hallo, Herr Reifmann. Guten Tag, wen wollen Sie sprechen? Kann ich mit Herrn Reifmann sprechen? Ja, das ist richtig, das bin ich. Wunderbar. Das ist Max Wolf. Sie haben sich auf unserer Handelsplattform angemeldet. XP Investment. Richtig, ja? Das kann sein, ja. Ja, und ich möchte alles erklären, wie können Sie bei uns handeln? Und wie haben Sie unsere Handelsplattform gefunden? Ich habe einfach mal ein bisschen, irgendwie hat sich eine Werbung aufgemacht. Ich habe im Internet am Surfen und da hat eine Werbung aufgeploppt und da habe ich mich dann angemeldet. Ach so, ja, und auf welcher Werbung haben Sie angemeldet? Das weiß ich nicht mehr. So, ja. Sie können ja bei uns handeln mit verschiedenen Vermögenswerten auf Finanzmarkt. Ja, Auf wir was? haben solche Möglichkeiten. Sie können bei uns handeln mit verschiedenen Vermögenswerten auf Finanzmarkt, mit Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Markets. Ja. Spekulieren auf Finanzmarkt. Ja, und ich möchte unsere Plattform zeigen, wir können alles benutzen. Ja, und wir können Sie alles gucken. Ja. Ja, können Sie auf unsere Plattform gehen? Ja, login, gucken alles. Sie Wie war kann das jetzt noch mal? erklären. xpinvestment.com. Augenblick. So. XP Investment.com. Aber können Sie mir ein bisschen, ich habe ja so richtig noch keine Ahnung davon. Können Sie mir da ein bisschen was dazu erklären oder findet man Ja, alle ich kann Informationen erklären. auf Ihrer Webseite? Ja, natürlich kann das alles erklären. Das ist schön. Das. Bei uns, Sie haben Möglichkeit, Handel mit verschiedenen Vermögenswerten, ja, mit Rohstoffen. Ja, Sie spekulieren mit Rohstoffen, das ist Öl, Gas, Gold, Silber. Auch Sie können spekulieren mit Preis von verschiedenen Währungen, ja, auf Forex-Market, wie Euro-Dollar, British Pound. Wir haben viel verschiedene ganz normale Währungen. Auch Sie können beim Spekulieren mit Aktien von verschiedenen Unternehmen wie Google, Apple, Tesla, Facebook. Und Sie können auch spekulieren mit Kryptowährungen. Weil jetzt das ist sehr populär. Bitte was? Sie sprechen manchmal ein bisschen undeutlich. Das letzte habe ich nicht verstanden. Ja, Sie können auch mit Kryptowährungen handeln bei unserer Handelsplattform. Ja, okay, gut, okay. Ja, und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Sie können oder selbst handeln manuell oder mit automatischem System oder mit unserer Analytikabteilung. Alles kann von mir erwünscht und für Ihre Möglichkeit. Ja. Ja, welche Möglichkeit ist besser? Ja, Mit na gut. automatischem System Ich oder mit Analytica? na, erstmal wollte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Deswegen, wo haben Sie denn Ihre Informationen über Ihre Firma? Wo finde ich Sie denn? Ja, Sie können alle Informationen auf unserer Webseite finden. Ja, wo frag ich fragte ja gerade, wo? Ja, unser Office, unser deutschsprachiger Office, befindet sich in Österreich, Wien, ja. Unser Hauptsitz befindet sich in Großbritannien, London. Ja, aber ich habe doch gerade gefragt, wo ich das auf Ihrer Webseite finden kann. Verstehen Sie Auf nicht so gut unserer Deutsch? Webseite? Ja, ich verstehe euch. Ja, aber Ja, Sie haben ja auf ganz an, Sie haben irgendwas von Wien oder Österreich erzählt, das habe ich doch gar nicht gefragt. Ich wollte wissen, wo ich das auf Ihrer einfach. Webseite. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Ich habe gefragt, Ja. wo ich das auf Ihrer Webseite finden kann. Sie gehen auf unsere Webseite, dort Sie drücken auf über uns, ja, und dort steht alle Informationen. Unser Hauptsitz und alle Informationen. Ja, aber als Kontaktnummer haben Sie hier, Sie rufen ja jetzt aus Österreich an und die Kontaktnummer auf Ihrer Ja. Webseite ist aus Großbritannien. Warum ist Ja. das so? Ja, diese Kontaktnummer von unser Hauptsitz.
Von unser Hauptoffice. Und warum rufen Sie da jetzt in Österreich an? Aus Österreich an? Weil deutscher Abteil befindet sich in Österreich. Ah, und die in Österreich, okay. Ja. Na gut, dann können Sie mir sicher die deutsche Abteilung, das heißt, Sie können mir auch die Adresse von Österreich sagen, wo Ihre Firma da die Niederlassung hat, ja? Ich kann per E-Mail schicken, alle Informationen. Das können Sie mir doch sagen, oder nicht? Warum brauchen Sie diese Information? Na gut, ich bin ein Investor, ich möchte handeln und ich möchte gern wissen, Sie rufen aus Österreich an, da möchte ich natürlich auch gerne wissen, wo Sie in Österreich sitzen. Sie brauchen unser Supportabteil in Österreich. Ihre Adresse oder in Sie brauchen unser Hauptsitz. Ihre Adresse, so beides brauche ich. Aber erstmal Ihre Adresse in Österreich. Zuerst, Sie können gucken, unser Hauptsitz, ja, und die Kanzlei. Nein, ich habe Sie doch jetzt gerade gefragt. Ich möchte jetzt gerne Ihre Adresse in Österreich wissen. Wer befindet sich im Donau Business Centrum? Wo bitte? Donau Business Centrum. Ah ja, und wo ist das in Österreich? Wien. Donau. Naja, das schauen wir doch. Okay, dann und die Straße und... So? Hallo? Die Straße bitte. Sie können einfach in Google finden. Nein, ich habe Sie doch jetzt nach der Adresse gefragt. Wo ist die Straße? Wie ist der Name der Straße, in der Sie sind? Brauchen Sie unser... Ja, das brauchen Sie, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Warum schreien Sie, ja? Ich schreie gar nicht. Hören Sie eigentlich, was ich sage? Ich möchte gerne bitte Ihre Adresse in Österreich haben. Unsere Adresse ist Handelsky 388. Handelsky. Das ist unsere Adresse. Handelsky 388? Ja. In Wien. Mhm. Sehr schön, prima. Gut. Und Ihre Adresse in UK? Da sind Sie doch, ist doch Ihr Sitz, Ihr rechtlicher Sitz, oder? Ja, unsere Adresse auf unserer Webseite findet, dort steht New Pandemic House, ja, 4 Floor. Ja. Melbourne, London, United Kingdom. Das steht auf unserer Webseite. Sie können das gleich finden. Okay, und jetzt kommen wir mal zum Geld. Was kann ich bei Ihnen verdienen, so circa, prozentual gesehen? Alles hängt, mit welcher Methode Sie handeln. Ja, wenn Sie handeln manuell, alles hängt von Ihrem Möglichen. Ein prozentualer Durchschnitt, die haben den sicher als Brokerfirma. Wissen Sie doch den prozentualen Durchschnitt, den man bei Ihnen machen kann. Das weiß ja, hat ja jeder im Prinzip über seine gesamte Plattform. Einen prozentualen Durchschnitt. Alles kennt. Wie handeln Sie, wenn Sie handeln? Manuell und wenn Sie handeln, automatisch, das ist verschiedene, ja? Nein, ein prozentualer Durchschnitt. Sagt Ihnen das Wort was? Nein, warum offensichtlich würde ich diese Information finden? Ja, weil das ist ein Durchschnittswert, den jeder Brokerfirma hat und ihren Kunden mitteilen kann, damit sie sich ein Bild davon machen kann, wie jemand bei ihrer Firma verdienen kann. Ein prozentualer Durchschnittswert. Und da ist es egal, ob man manuell oder mit Computer. Ah, so schnell ist er rausgeflogen. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Regensburger? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Maximilian Wolf ist am Apparat und ich melde mich in Bezug auf Ihre Registration am Finanzmarkt. Bin ich korrekt bei Ihnen? Ja, das weiß ich nicht, aber ich habe mich auf dem Finanzmarkt umgesehen, ja.
Jawohl, Sie haben sich Ihre Anmeldung gemacht, Herr Regensburger, und ich bin Ihre offizielle Ansprechpartner. Ich werde Ihnen dabei helfen, es rahmengemäß zu aktivieren, okay? Mhm. Sie haben noch gar keinen Zugangsdaten bekommen, stimmt das? Nee. Okay. Bis ich Ihnen die Zugangsdaten heraussende, Herr Regensburger, möchte ich ein paar kurze Fragen stellen, okay? Ja. Danke. Eigentlich haben Sie in dem Bereich Erfahrung oder sind Sie Anfänger? Nee, ich habe sehr, sehr wenig Erfahrung, also quasi noch Anfänger. Okay, Herr Regensburger, dann das heißt, Sie haben noch gar keine Erfahrung in dem Bereich, ja? Ich sagte wenig Erfahrung. Wenig, ja, habe ich verstanden. Okay, ich überprüfe jetzt Ihre E-Mail-Adresse. Es lautet stefanius.regensburger@mdz.email. Etwas bitte? E-Mail. Sie, Am Ende steht mdc.email. Nee, nicht MDC. Nein, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. MDZ. MDZ, ja? Ja, genau. Okay. Gehen Sie bitte zu Ihrem E-Mail. Ja, wollen Sie mir nicht erstmal sagen, von welcher Firma Sie anrufen? Von Sparprime. Wo von Sie wem? Interesse geäußert haben. Von Sparprime. Okay, die Seite sagt mir nichts. Sie haben bestimmt unsere Werbung gesehen, Herr Regensburger, und da haben Sie Interesse geäußert und deswegen Ihre Daten ist bei mir weitergeleitet, ja? Ach so, guckt eine Werbung und da wird man gleich auf ihr. Darf ich ausreden oder wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Bitte? Ja. Darf ich ausreden oder nicht? Herr Regensburger, Sie haben von meiner Seite die Zugangsdaten bekommen und Sie haben sich Interesse geäußert, mit dem Oil zu handeln, ja? Und schon ist er raus. Hallo? Ja, haben Sie aufgelegt? Nein, habe ich nicht. Dann ist es vielleicht ein technisches Fehler. Okay, Herr Regensburger, gehen Sie bitte zu Ihrem E-Mail. Ja, warum? Wollen Sie nicht erstmal ein bisschen was über Ihre Firma erzählen? Weil, wie Sparkonto oder wie hieß Ihre Firma? Sparprime. Sparprime, sagt mir irgendwie gar nichts. Auf der Seite habe ich mich nicht angemeldet. So, haben Sie eine Bewerbung gesehen, bestimmt, Herr Regensburger, und da haben Sie Ihre Daten gelassen, ja? Ja, aber selbst in der Werbung war nichts über Sparprime gesagt. Schauen Sie, Sie haben Interesse, mit dem Öl zu handeln, ja? Am Finanzmarkt, mit dem Autoroboter meine ich. Ja, ich nicht nur zwangsweise Autoroboter, ich habe ja mit Autos nichts zu tun. Schauen Sie, dieser Autoroboter ist eine künstliche Intelligenz, beschrieben im Jahr 2017, als Bitcoin zum ersten Mal $20.000 erreichte. Und seitdem, die ganze Welt benutzt dieses System, um sehr schnell zu handeln, ja? Sie haben sich Interesse geäußert, mit dem Öl zu handeln am Finanzmarkt durch Autoroboter. Nee, ich habe nur Interesse geäußert, mit Öl Geld zu verdienen, aber nicht mit dem Autoroboter. Ja, stimmt, und dieser Autoroboter handelt selber, Herr Regensburger. Dafür brauchen Sie keine Zeit und keine Erfahrung in dem Bereich zum Beispiel. Und dieser Autoroboter handelt jeden Tag 24 Stunden. Und es öffnet für Sie circa pro Minute ab 10 bis zu 15 Positionen, ja? Ja gut, aber jeden Tag 24 Stunden, also selbst an der Börse gibt es ja, die Börse hat ja auch nicht 24 Stunden am Tag geöffnet. Dieser Autoroboter ist ein mathematischer Algorithmus, Herr Regensburger. Ja, ja, aber die kann ja nur handeln, wenn auch irgendwo eine Börse geöffnet ist. Ja, natürlich. Sie können es jederzeit schließen oder öffnen, ja? Nein. Aktualisieren, meine ich. Das war nicht meine Frage. Das war nicht meine Frage. Dieser Algorithmus, der offensichtlich da ist, der kann doch nur handeln, öffnen und schließen, wenn auch irgendwo eine Börse geöffnet ist. Ja. Ja, und es gibt kein Land der Welt, wo die Börse 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Herr Regensburger, es gibt verschiedene Börsen, ja, wie weit Sie schon wissen, natürlich. Natürlich. Ja, Sie werden nicht nur mit europäischen
Börsen handeln. Möchten Sie solche Arbitragen, möchten Sie verschiedene Börse öffnen, ja? Was? Gleichzeitig. Was? Sie stammeln ein wenig sehr. Bitte? Sie stammeln ein wenig sehr. Ich verstehe Sie Herr kaum. Herr Gensbürger, Sie werden an verschiedenen Börsen gleichzeitig handeln, ja? Ja. An verschiedenen Börsen meine ich. Und da haben Sie möglich, sowohl an der amerikanischen stammeln Börse. Sie doch nicht so, meine Herren. Überlegen Sie sich doch mal vorher, was Sie sagen wollen. Sortieren Sie dann die Worte und sagen Sie sie dann. Ja, das kann man auch. Ja, schau, das kann man auch. Ja, dann tun Sie das doch mal. Sagen Sie mir jetzt, entweder möchten Sie es weitermachen oder spielen Sie jetzt. Ja, wenn Sie weiter so stammeln, werde ich mit Ihnen mit Sicherheit nicht bei Ihrer Firma. Von wo aus rufen Sie denn an? Aus Österreich. Aus Österreich, okay. Ja. Und das ist und Ihre Webseite, Ihr Portal heißt wie? Sparprime. Sparprime, ja, dann schauen wir doch einfach mal. So. Okay. Ja, was? Sie haben die Bank, Sie haben die Zugangsdaten bekommen, ja? Und Sie können es in Ihrem E-Mail nachschauen, okay? Ja. Und wer sind Sie jetzt, dass ich da nochmal gucke? Bitte? Verstehen Sie kein Deutsch? Wer versteht kein Deutsch? Sie, weil Sie dauernd nachfragen. Aber wie viel Sprache sprechen Sie? Ja, aber Sie sprechen kein Deutsch, offensichtlich. Wie viel Sprache kennen Sie? Ich kenne einige. Einige? Ja, natürlich. Aber Sie sprechen, Sie rufen in Deutschland an und sprechen auch. Ja, und Sie unterbrechen mich permanent. Ist schon klar. Und verstehen Sie gar nichts? Ja, doch, ich verstehe, dass Sie ein Betrüger sind. Wenn Sie verstehen. Ja, ich habe schon. Ich verstehe schon, Sie sind ein Betrüger. Okay. Okay. Okay, wie Sie es möchten. Sie haben schon Ihre Zugangsdaten. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir jederzeit... Ja, nee, Fragen kann ich ja nicht stellen. Sie können ja keine beantworten. Ist mir egal. Ja, ist mir egal. Ja, ja, ein seriöser... Ja. Ja, genau. Das ist ein seriöser Finanzdienstleister. Ist mir egal. Alles klar. Ja, ja. Ciao, wie Sie es möchten. Ja, ciao, Betrüger.